So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Human Fall Flat. Wieder mit dem Donner am Start. Und Wir haben in der letzten Folge eine kleine Problematik verursacht, denn dort hinten sieht man, die beiden Boote haben sich sehr ungünstig verkeilt. Wir haben keine normale Möglichkeit mehr, darüber zu kommen. Aber wir haben nachgedacht und wir haben die Kiste wieder hier hochbekommen. Und diese Kiste packen wir dahin, wo der Donner jetzt steht. Wir gehen den Brunnen hinauf. Und dann klettern wir das gelbe Rohr hinauf und dann springen wir runter auf die blauen Rohre und springen rüber. Sehr interessant und sehr aufwendig. Ja. Aber das ist zumindest erstmal der Plan. Das ist der Plan und die Praxis wird wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber in der Theorie kommt man auch ganz gut aufs gelbe Rohr rauf. Oh, sorry. Ich muss hier erstmal raus, ja. So. Eine Kiste ist ja vorhin abgetrieben. Ich frage mich, ob die irgendwo wieder respawned ist oder ob die weg ist. Ich meine schon, es funktioniert richtig easy. Okay, wir sind drauf. Das hat leichter geklappt, als ich dachte. Okay, ist schon mal gut. So, das ist der nächste Knackpunkt. Ach, das klappt aber auch easy. Ja, nice. Die Theorie lässt sich gut umsetzen. Nein! Oh, lalalala. Hilfe. Oh, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja. Ich habe nur versucht, irgendwie einen Weg zu den blauen Rohren zu finden, weil anders kommst du halt nicht drauf. Ich sehe die Kiste, die schwimmt da unten unter dem Wasserfall. Die ist einfach stehen geblieben. Oh nein! Ich bin runtergefallen. Fuck my life. Alter, ich wollte die Kiste suchen, die du gerade meintest, aber ich bin runtergefallen. Scheiße. Was hattest du jetzt eigentlich für einen Plan? Ich sag quasi so ein bisschen rüberhangeln, dass man denn da unten landen kann, ne? Ja, oder direkt runterspringen, weiß ich nicht. Muss man austesten. Hä, bin ich behindert? Möglicherweise. Ich hab da nur drauf gewartet. Okay, ich bin jetzt hier irgendwo... Komisch. Okay, das ist nicht da, wo man sein sollte. Nein! Och Mist, ey. Das ist gar nicht so einfach, darüber zu kommen. Ja, das ist der schwierigste Punkt, der schwierigste Teil. Vor allem das Rohr ist auch echt rutschig hier oben. So, ich versuche einfach mal mit Anlauf da runter zu jumpen. Und es funktioniert. Du musst einfach runter jumpen mit Anlauf. Das habe ich mich nicht getraut. Okay. Gut, ich habe wieder irgendwelche komischen Kunststückchen versucht, die natürlich nichts geworden sind. So, der nächste Anlaufpunkt sind die blauen Rohre. Ich versuche mein Glück. Einen schönen Purzelbaum gerade hier über die Kante gemacht. Ja. Nein! Kurz vorm Ziel! So kurz vorm Ziel bin ich runtergefallen. Aber das könnte funktionieren. Okay. Es ist halt nur sehr umständlich und aufwendig. Nein. Aber spannend. Wir zeigen hier exklusiv alternative Lösungswege. Ja. Da können die Entwickler auch noch was von lernen. Vermutlich sogar. Wer weiß, ob das geplant war. Nein, oh nein, fast runtergefallen. Oh, Hilfe. Ich trau mich nicht loszulassen. Nein! Och nö! Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Ja, bei mir ist der dritte Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Dann let's go. Alter! Was für ein Sprung. Das gelbe Rohr ist echt rutschig. Ist ja quasi fast rund. Alter, wie besoffen der ist. Mit seinem grenzdebilen Grinsen. Okay, jetzt ganz ruhig. Tief durchatmen und rüber. Oh, dieses Kackding hier. Da, wo wir gleich hinkommen, da ist auch dieses Wasserrad, sehe ich gerade. Okay. Man hat hier eine ganz gute Aussicht. Ja. Und fuhr. Oh, oh. Okay, das hat funktioniert. Aber das darüber wird echt sau schwer. Ja, ich bin drüben. Oh mein Gott. Komplett drüben bei der Tür? Nee, da sind noch zwei Boote im Weg, aber ich könnte easy rüberspringen. Dann versuch doch mal, ob du die Boote lockern kannst. Das könnte ich auch. Ich habe dabei nur Angst zu sterben. Ja, okay, das hätte ich wohl auch. Aber ich versuche das trotzdem. Ja. Kannst du nur das vordere irgendwie so ein Stück wegziehen oder so? Eins treibt ab. Ich versuche mich noch zu retten.
Ja, ich habe mich gerettet und da eins treibt ab. Ich weiß noch nicht, welches das ist, aber ist ja egal. Das ich bin jetzt auch bei den blauen Rohren. Ja, das ist sehr schwer, die blauen Rohre rüberzukommen. Fand ich am schwierigsten. Ich habe Arme hoch und bin einfach rübergerannt. Und halt jeden sämtliche Sprünge gemacht. Nein. Ja, das ist schon doof. Das ist nicht gut. Ich locker eben das andere Boot. Dann kannst du lieber das nehmen. Och, ich gehe am anderen. Ey, das ist doch eine... Es ist eine Farce. Guck mal, ich kann schaukeln. Hui, hui. Wo bist du denn? Alter, unter dem blauen Rohr häng ich. Ich glaube, es wird nichts mehr. Versuch mal da zu landen auf... Okay. Ich meinte jetzt da einfach rüberspringen, weil beide Boote sind wieder frei. Ah, nee, doch nicht, nur eins. Ja. Es ist zum Glück das, was ich hier hinten gebrauchen kann. Das ist gut. Ja, dann hast du jetzt das Boot. Das andere lasse ich jetzt mal hier. Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Ja, alles gut. Wir haben es geschafft. Ich muss nur wieder warten, bis es abgetrieben ist. Alter, hier kommt ein neues Boot. Ein sehr interessant... Ach, du kannst sterben. Er hat gespeichert. Ja, habe ich gesehen. Dann spare ich mir jetzt dieses blöde Gepaddel. Ja, haben wir ja schon oft genug gehabt. Hello! Hallo. Lange nicht gesehen. Hier ist ein großes Paddel und hier ist ein Boot. Okay, sieht interessant aus. Kommst du noch drauf? Alter, der Sound klingt ja echt komisch. Oh, sorry. Wenn ich mir mal nicht den Nacken kratzen würde, dann würde ich es auch rauf schaffen. Oh, warte, ups. Alter, voll die Abtreibung hier. Ich hab das Ding in der Hand, ziemlich hoch. Lass mal los, ich glaube, das ist... Achso. Kommst du nicht hoch? Doch, jetzt kannst du dich hochziehen, ne? Ja. Alter, die Sounds hier sind echt komisch. So, ich muss den anders nehmen. Jetzt ist wieder die Frage, wo sollen wir hinfahren? Zu den gelben Rohren da? Ja. Ne, ich denke, da ist nichts. Ich würde jetzt da die zu diesem Frack da fahren. Okay. Sieht auf jeden Fall interessanter aus, aber es... du hast mein Gesicht in deiner Hand. Oh! Ja, daran nichts. Deswegen kommen wir nicht weiter. Man könnte sich natürlich abstoßen. Oder man könnte das Paddel als Paddel benutzen. Und wo war denn jetzt eigentlich dieses große Rad, was du gesehen hattest? Ich habe das nämlich nicht gesehen. In der Richtung, wo das Schiffswrack ist. Okay. Warte, ich schieb dich einfach darüber. So, jetzt hier. Okay, jetzt sieht schlecht aus für mich. Aber ich lebe noch. Ich springe einfach mal unten her. So, easy. Ach, man kann auch hier lang. Man braucht das Boot gar nicht. Glaube ich. Ich höre so eine leise Musik im Hintergrund. Ach, man kommt auch hier lang. Nein! Ach, verdammt. Ich versuche mein Glück unter Wasser. Habe ich gerade auch, ist nicht geglückt. Ach, das war so knapp. Gut, dann machen wir es halt regulär. Ist zwar der langweilige Weg, aber okay. Fuhr. Och, jetzt bin ich auch wieder im Wasser. Und ich auch. Also da geht es auf jeden Fall lang, auch wenn es nicht ganz so leicht ist. Das Boot haben wir ordentlich verkackt. Joa, da sind wir ja Profis drin. Aber mit Kisten können wir arbeiten. Das auf jeden Fall. Okay, ich bin drauf. Okay, jetzt da oben. Okay, verdammt, das hat nicht so viel gebracht. Ja, voll die deepe Sound hier. Boah, das war knapp. Ja, das wird jetzt bei mir auch knapp. Was machst du denn da? Nein, was macht... Er springt einfach runter. Vielleicht schaffe ich es zum Strand. Ja, ich bin... Lol, der Hacker. Strand. Der Hacker wieder am Start. Oh, ich sehe was richtig Lustiges. Okay. Eine Seilbahn. Ja? Ja, eine Seilbahn. Oh, das wird lustig. Das sieht voll geil hier aus. Ah, ich will auch.
So, und hier bist du ja. Ihr bist ja generell der König der Welt hier oben. Was ist denn da hinten? Ist da ein Leuchtturm? Ja. Achso, den. Ne, den meine ich nicht. Da rechts. An dir ist so ein großes Containerschiff. Also, so ein richtiges. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt eigentlich bist. Hier oben auf dem Schiff. Auf dem höchsten Punkt des Schiffes. Ich bin wahrscheinlich unter dir, ich sehe dich aber nicht. Ja, du bist unter mir. Guck mal nach oben. Und du bist gestorben. Ja. Ah, er hat gespeichert. Speicher. Aber ich bin hier drüben. Ja, moin. So, wo bist du denn? Unter Wasser. Achso, ich bin hier rechts. Hier rechts, ja, bei mir ist rechts gerade irgendwo und nirgendwo. Ich hab grad so eine große Eisenstange in der Hand. Warte, ich glaube. Ist nicht gut, wenn du große Eisenstangen in der Hand hast. Klar ist das gut. Das ist mega gut. Da habe ich schon richtig viele tolle Sachen mitgemacht. Oh, ich will unbedingt zu dieser Seilbahn. Ja, und ich hole gerade die nötigen Utensilien dafür. Mann, so ist es. Ne, andersrum. Ich muss das damit ziehen. Zieh mal an der anderen Seite, da rechts, und zieh den rechts rum. Bitte. Was hast du jetzt eigentlich vor? Mal so fragen, ich will das Ding, ich will das Ding ranziehen. Ach so, dann willst du, ach, als Haken benutzen. Naja, dafür ist es, denke ich mal. Aber wie willst du das denn da hinten raufkriegen? Das ist doch... Das hat gerade ganz gut funktioniert, das zu liften. Okay. Jetzt ist wieder falsch rum. Ja, der muss erstmal da über die Kante, so. Und jetzt gehst du nach hinten. Ja. Und ich gehe da vorne hin. So. Vielleicht kannst du da rein springen. Warte. Auf drei. Ich bin die Stütze. Warte. Ich schieb das einfach so rüber. Okay, warte. Auf drei springen wir nach vorne, okay? Eins, ja. Zwei, drei. Scheiße. Oh. Nein. Ah! Okay, tot. Okay, die Stange ist aber auch wieder da. Ja, ist gut. Warte, ich sehe was anderes. Guck mal nach da oben, da ist ein runder Stein. Der so aussieht, als ob man ihn da runterrollen müsste. Stimmt. Alter, okay, warte mal. ich bin quasi der Hulk. Lol. Alles klar. So geht es natürlich auch. Nein, nein, ich will das. Ich will auch noch. Ah, ich bin drüben. Ja. Fuhr. Alter. Oh, ja, lalalala. Okay. Dezent gefährlich auf jeden Fall. Ja. So, wir haben kleine Steine. Ach, müssen wir die darüber transportieren? Hallo? Ich sehe jetzt nämlich hier nicht viel, was man noch tun könnte. Nö, irgendwie ich auch nicht. Aber ich was willst du mit den Steinen auf der anderen Seite? Das ist die Frage. Also irgendwas hat es mit dem anderen Stein da oben zu tun, denke ich mal. Ach, wie kommt man denn da rüber? Da ist auf jeden Fall ein Hebel da hinten. Ja. Den sehe ich auch gerade. Kann ich vielleicht an dir ranspringen und mich hochziehen? Ne, das bringt reichlich wenig. Kann ich dich hochdrücken oder so? Ne. Hm. Schwierig. Oder Räuberleiter hier, wenn du jetzt mal auf mich raufspringst. Ich glaube, das ist auch sehr schwer. Oder warte, ich stelle mich in die Ecke, dann kann ich nicht so... Oder dann hast du seitlich mehr halt vielleicht. Ah, okay. Das sah echt lustig aus. Ja, genau. Hä, hey, lol, das funktioniert. Hä, hey, das funktioniert ja irgendwie sogar. Ich saß genau auf dem Nacken. Okay, das geht irgendwie nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Vielleicht müssen wir den Stein runterbringen und den hier rüber transportieren und dann auf dem Stein da hoch. Joa, klingt fast sinnvoll. Fast. Muss mal ganz kurz sterben dafür, für diese Aktion. So, warte mal, das Ding ist ganz gut, wenn das eingehakt bleibt. Warte, ich zieh dich rüber.
So, wie kommt man da hoch? Ja, wie kriegt man den Stein da runter? Vielleicht kommt man ja hier hoch. Ich würde sagen, du musst auch den Haken wieder haben, um das da... Um den Stein runter zu heben. Ja, ja, jetzt ist das Fluss ja sowieso hier vorne. Ja, versuch mal. Warte. Ich glaube, du musst den weiter unten packen. Oh ja, hau mir das Ding in die Fresse. Ja, genau. Pamm, Alter. Erstmal Rundumschlag verteilen. Alter, jetzt reicht's. Genau in meine Richtung, oder was? Hol jetzt den scheiß Stein da, oder? Oh Mann. Muss übrigens sagen, in den letzten Folgen sah ich sehr gedamaged aus, beziehungsweise in der ersten Aufnahme. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so krass. Das habe ich echt oft gehört. Vielleicht von der Seite irgendwie? Ich habe eine bessere Idee. Hoch da. Meinst du, das geht? Ich glaube nicht. Weiß nicht. Ist zu steil, glaube ich. Warte mal, ich nehme den mal. Oder kannst du das... Warte mal, ich habe eine lustige Idee. Kannst du dich da an dem Plus vorne festhalten und ich ziehe das hoch? Ja, vielleicht. Okay, nee, du bist zu fett. Schade, das geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Aber der Stein muss doch da... Fühle ich mich wie bei Getting Over It. So ein bisschen. Lol. Lol. Alter. Das bringt doch nichts, ne? Also irgendwo muss, irgendwie müsste ja das hier auch einen Sinn haben. Hier, diese, dieses Weiße hier vorne, dieser Stein. Wo man hochkommt. Kannst du dich jetzt nicht, wenn du den noch ein bisschen weiter hier rüber in die Mitte stellst, hängst. Kann man sich denn da so rüberschwingen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich versuch mal so. Okay, so wird das glaube ich nichts. Oder? Oh! Runter. Das funktioniert ganz gut. Oh! Ich habe ihn auf jeden Fall da runter bekommen. Ich habe befürchtet, dass das gar nicht mehr funktioniert. Ich sterbe mal kurz. Mhm. Wohin hängen meinst du? Da oben aber auch, ne? Da. Ja, wo du ihn eben hattest, nur weiter Mitte, in der Mitte. Ja, warte, ich muss den hier nehmen. So. Und jetzt? Ich hänge zu tief. Warte, ich lass den los. Ja. Dann versuche ich mal so. Scheiße. Das könnte auch funktionieren. So mehr oder weniger. Der knallt da oben immer irgendwo vor. Nee, das geht nicht. Spätestens irgendwo knallt er dann auf den Boden. Also irgendwas übersehen wir eindeutig. Was übersehen wir? Irgendwas übersehen wir doch. Die Frage ist. Den Stein kriegst du gar nicht hier runter. Die Frage ist, wenn der Stein erstmal da ist, wie bekommen wir den aufs Boot? Ja. Wahrscheinlich sinkt das Boot dann ja auch ziemlich stark runter. Ja, das kann kriegst du dann den, wie kriegst du dann den Stein auf der anderen Seite wieder auf die Plattform? Ja. Das stimmt, das ist auch doof. Vielleicht müssen wir das Ding mit rübernehmen und irgendwie den Lift ziehen oder so. Bin ich schon drin? Ja, nee. Ne? Ja, ein bisschen weiter noch. Ich will halt nicht runterfallen. Oh, jetzt bin ich ziemlich gut drin. Warte mal. Also ich nehme das mal jetzt mit. Es hat gut funktioniert. Aber warte mal. Ja. Das Ding passte gerade fast unter die Plattform. Ich weiß nicht, ob uns das Floß irgendwie auf der anderen Seite weiterhilft. Ach so, meinst du das? Einmal drunter herziehen oder was? Ja. Da muss ich mich, glaube ich, irgendwie da reinhaken, ne? Oder warte, wenn wir hier einfach ein paar Steine reinpacken? Ach, die Steine! Stimmt! Dann pack Guck mal, wie das jetzt schon runtersinkt. Du packst die Steine rein und ich schieb. Oh, das reicht schon, ne? Ja. Aber das Problem ist...
Du müsstest schon drüben sein, wenn der einmal drüber ist. Warte mal, bleib du mal drüben. Und ich versuche den jetzt rüber zu schieben. Aber ich glaube, der ist schon zu weit weg. Oder ich muss die Stange hier irgendwie annehmen. Ja, versuch mal. Bin hier gerade quasi in der Ego-Perspektive. Meine Kamera ist ja. Du musst mich anleiten. Ich sehe auch mal die Stange nicht. Oh, scheiße. Ich rette dich. Das war's. Okay, doch nicht. Tja. Nun haben wir wieder eine unserer schönen Bootssituationen. Warte mal, kann ich nicht darüber springen und mich rüberhangeln? Nein. Kannst du das Ding nicht so als, wie nennt sich diese Sportart hier, mit diesem Stabweitsprung oder so? Ach so. Ja. Hast du das Ding irgendwie? Stabhochsprung. Oder Stabhochsprung, ja. Theoretisch ja. LOL. Alter, es funktioniert ja quasi. Aua. Die Stange ins Maul gekriegt. Ey, guck mal, siehst du mich? Nein. Ich stehe gerade relativ weit hinten. Ich versuche gerade mal drüber zu springen. Okay, das war dumm. Das hat nicht gut funktioniert. Ja, hier ist ein Strand. Ich bin an Land. Wo bist du denn? Warte, gleich siehst du mich unter dem... Hier, siehst du mich? Nein. In welcher Richtung? Unter dem, er hat gehackt. Och. Bist du einfach rübergelaufen? Quasi... Nee, warte, was habe ich gerade gemacht? Oh. Ich kann es ja auch nicht... Ich bin relativ weit. Ach, da hinten. Ach, hat er gespeichert? Nee, keine Ahnung. Ich bin jetzt selber hier rübergekommen. Okay. Und da ist ein Lift und... Naja. Der sieht spannend aus. Und ich würde sagen, den schauen wir uns doch einfach in der nächsten Folge an, oder? Auf jeden Fall. Ich hab's mal wieder verkackt, darüber zu gehen. So, ciao. Der Donner, der wird erstmal wieder hierher kommen müssen. Das dauert wahrscheinlich 10 Jahre. Ja, wie immer. Das kennt man ja schon. Und in der Zeit würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns doch beim nächsten Mal, wenn der Donner es mal wieder hierher geschafft hat. Ja. Und ja, dann bis dann. Ciao. Tschüss.